Wenn ihr die Legende absetzt, assoziativ einstellen auf OK und hier die Teilbilder wählen. Servus, hoi. Heute zeige ich euch, wie ihr Legenden für Rundstall ablegen könnt. Aber ihr kennt es, wenn ihr das Ganze hier auf assoziativ setzt, hier die Stabliste Biegeform zum Beispiel wählt und das Ganze absetzt. Jetzt habt ihr leider den Stahl aller drei Teilbilder anheften. Und jetzt deaktiviere ich eins. Schauen wir mal auf den Stahlmassen 227. Wir aktivieren wieder ein Teilbild hinzu. Jetzt haben wir 340. Ja, und die Legende liegt aber eigentlich nur auf diesem Teilbild. Und das ist natürlich ein bisschen fehleranfällig. Aus diesem Grund könnt ihr Folgendes einstellen ab Alplan 24. Wenn ihr die Legende absetzt, die Lehrerin fragt, wer kann mir vier Tiere aus Afrika nennen? Benjamin meldet sich und sagt, ein Elefant und drei Löwen. Assoziativ einstellen auf OK und hier die Teilbilder wählen. Einmal einstellen und sagen, nur vom Teilbild 6 bitte hier übernehmen. Und jetzt setzen wir das Ganze hier nochmal neu ab. Jetzt gerade identisch, aber jetzt, wenn wir ein weiteres Teilbild hinzufügen, dann seht ihr, hier bleibt die 113 stehen, hier 727. Natürlich bleibt das trotzdem assoziativ, wenn ich jetzt hier in meinem letzten Teilbild irgendwas rauslösche. Nehmen wir hier. So, jetzt sind wir nicht mehr auf 113, sondern auf 107. Also, es bleibt assoziativ, aber nur in den Teilbildern, wo wir wollen. Und das ist genial. Jetzt kommt gleich die Endcard, da gleich das nächste Video auswählen. Und wenn ihr jetzt aber keine Zeit mehr habt, dann müsst ihr zumindest den Kanal abonnieren, um das nächste Video nicht mehr zu verpassen. Servus, ciao, euer Peter. Bis zum nächsten Mal.